Willkommen, ihr lieben Clasherinnen und Clasher, bei mir im Toskatoto beim Clan Spätzle mit Soße. Aber ich bin noch beim Clan Spätzle mit Soße, also nach der Folge ja von gestern, wo ich hier mit diesem Account echt mal richtig krass abgelost habe. Habt ihr ja vielleicht gesehen, wenn nicht, schaut euch das Video einfach nochmal an. Es ist oben nochmal in irgendeiner Infokarte drin. Habe ich mir gedacht, ja, hast du ein bisschen Schiss. Da hast du ein bisschen Schiss mit deinen anderen Accounts. Ich bin hier ja noch mit dem Rathaus 12er auch gewesen, hier anzugreifen. Und ja, manchmal ist das berechtigt. Ich weiß nicht. Ich habe ganz, ganz lange gezweifelt mit, was greifst du an, nachdem du mit Avatar hier so eine Scheiße gebaut hast. Und ja, ich bin eigentlich drauf und dran, diesen Clan zumindest mit Avatar zu verlassen, um zu euch zu kommen. Aber da komme ich am Schluss, denke ich mal, zu. Wie wir das Ganze gestalten können. Ich denke, wir steigen mal ein in den letzten CK. Und da fangen wir heute im Rathaus 7/8 Bereich an. Ich weiß nicht, Gabusa hier, ob sich das unbedingt gelohnt hat, dass man sich hier den Machttrank benötigt oder dass man hier diesen Machttrank braucht, von einem Rathaus 8 auf ein Rathaus 7. Denn, okay, sie hat die Drachen noch nicht auf 3, aber ich denke mal, ich hätte fast gesagt, Zweier Drachen tun sie auch, aber ist nicht so schlimm. Alles für den Dackel, alles für den Club, also alles für den Clan hier. Und von daher können wir uns diesen AG hier ruhig mal ein bisschen reinschaufeln. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe ja auch etliches Mal wieder nicht gesehen und ich komme auch wieder fürchterlich spät zum Aufnehmen. Was nicht so schlimm ist, ich gönne euch auf jeden Fall auch auf einem Mittwoch, müsste es dann für euch morgen sein. Eine ganz nette Folge, immer mal wieder ein bisschen CK, zu mehr komme ich im Moment nicht. Ich komme nicht dazu, mit euch irgendwo so ein bisschen zu farmen, Event zu spielen oder was auch immer. Und deswegen glaube ich, ist es die sinnvollste Möglichkeit für mich, dass ich euch ein bisschen was aus den Clankriegen zeige, auch wenn es aus unserem Clankrieg ist. Warum ist es eigentlich nicht mehr aus euren Clankriegen? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht werden wir am Ende ein bisschen schlauer. Und hat es aber gut gemacht hier. Gegen diese Base hier dann noch mit Schweinereitern. Ich meine, es leben alle 4 Schweinereiter haben überlebt oder sind es 5 gewesen. Das weiß ich jetzt nicht, wie viel schon in ihrer Clanburg reingehen. Sie ist ja so ein recht frisches Rathaus 8. Und von daher könnten eigentlich 25 Truppen rein, also 5 Loons oder aber 5 Hawkrider. Melly ist die nächste. Ne, Melly ist eigentlich der nächste, denn es ist ein zweiter Account hier von jemand von uns. Und es geht hier los mit der Kombi, mit der es immer noch nicht kann. Mal sehen, gegen so eine Base könnte mir das vielleicht auch gelingen. Ich habe mich mit meinem Rathaus 9er, muss ich sagen, so ein bisschen auf eine andere Taktik eingeschossen. Das habt ihr hoffentlich gestern gesehen. Und also zumindest mit den 9ern bin ich gut dabei. Ich sehe gerade hier links unten den Donnerbengel. Hat er wieder 3 geholt. Richtig schickes Ding. Und aber hier mit den Hexen, Bola und mit den Golem, ist das gar nicht mal so schlecht. Der Golem jetzt schön in der Mitte und der tankt jetzt alles. Der tankt, glaube ich, alles mit dem King. Ah ne, da kommt er jetzt erst ein bisschen verspätet. Okay, dann wird der King, der King hat jetzt doch das Zeitliche gesegnet. Aber jetzt tankt hier der Golem, ist immerhin auch schon auf Level 3, das ist nicht schlecht. Und der zieht jetzt aber richtig viel an Verteidigung auf sich. Das könnt ihr hier mal so ein bisschen näher sehen. Also der nimmt einen Minenwerfer, 2 Kanonen, einen Bogenschützenturm und der Rest kann hier eigentlich außen ganz, ganz nett rumrennen. Ja, jetzt sind, glaube ich, ja, okay, bis auf den Magierturm sind jetzt nur noch Point Defenses da, also oder Defenses da. Das heißt also, es macht niemand mehr einen Flächenschaden. Okay, und der Flächenschaden jetzt mit der noch zündbaren Queen hier ist natürlich ein gefundenes Fressen. Die sind auch recht schnell durch die Mauer durchgekommen. Also alles tut ihr hier. Und oh, gehen wir mal ein bisschen höher. Schön gemacht hier, schöne Kombi. Könnt ihr euch mal wegpinnen. Den Rafi, länger nicht gesehen auf diese doch sehr komische und ich bezeichne das jetzt mittlerweile auch schon als nicht so optimale Base hier. Mal sehen. Mit einer Kombi aus Helden, Schweinereitern, ein paar Bowler, einen, was ist es da, ein Golem und der Karre. Okay, der Einsatz der Karre ist mal wieder, ich finde es mal wieder ein bisschen fragwürdig, aber naja, sie geht dann halt durch die Base, wenn sie jetzt keine Mauer mehr hat und geht immer dann halt am Rathaus kaputt. Ich weiß gar nicht, was er da drin hatte. Ich kann das ganz, ganz
ganz, ganz schlecht sehen, was da jetzt noch drin war. Optimalerweise hätte ich fast gesagt Walküren. Die fressen sich dann, ich glaube, da war noch mal ein dicker, fetter Golem drin, so wie ich das sehe. Denn Walküren hätten sich jetzt unter Umständen durch diese Mauer hier durchgefressen und hätten das Ganze ein bisschen schneller gemacht. Aber er kommt jetzt schon von der anderen Seite hier mit den Hawks rein. Die trennen sich jetzt natürlich. Das ist jetzt in diesem Fall ist es tatsächlich nicht ganz so schlimm, denn so ein bisschen kümmert sich hier unten um die defensiven Gebäude. Hier oben müssen es halt die Hawks reißen, denn hier oben tankt im Moment nur der Golem hier an der Mauer. Den einen Bogenschützenturm hier, das ist ein bisschen wenig. Aber es ist nicht so schlimm. Die Hawks sind jetzt unten schon fertig und machen jetzt hier oben ihren Job. Die Base hier hatte auch keinen Inferno-Turm, so wie ich das gesehen habe. Und jetzt geht es nur noch ums Cleanup hier mit den doch noch sehr netten Hawkridern. Die müssen allerdings jetzt auch noch eine ganze Menge Skellies kaputt machen. Das schaffen sie jetzt auch. Also cool gemacht hier. Ich sehe es gerade. Das ist ein Maxed-Out Golem hier. Ist richtig krass, der Stachelrücken hier. Jetzt kommt der kleinere Bruder noch hinzu, aber das war es auch mit der Base hier. Also cool gemacht hier vom Rafi auf die Nummer 14. So, ich habe mir jetzt was übersprungen. 12 auf 10 hier. Jetzt aber schon mal mit Infernos und es ist ein Rathaus 10 auf ein Rathaus 11. Also der Kaiser von Tan greift hier die Nummer 10 an und ihr seht das schon so ein bisschen. Ja, unsere gegnerische Truppe war leicht engineert. Sei mal dahingestellt, ob das jetzt nach wie vor hilft oder nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Also das MM ist... mir juckt es unter den Armen. Ich hatte nämlich eine Biene gestochen. Und ich habe da so ein bisschen Creme hingemacht. Die ist mir hier irgendwo ins T-Shirt geflogen, die Tage. Und aber ich bin da natürlich rangekommen. Habe so ein bisschen den Stachel noch ausgesaugt und deswegen hat das mal ein bisschen gelockt. Also, schöner Einsatz hier, schon mal schöner Funnel über die Seite, wo ich es jetzt echt nicht gedacht habe. Ihr habt gerade gesehen, ich war hier unten eigentlich so ein bisschen. Aber er kommt hier natürlich super mit der Karre durch und hat jetzt noch, ich weiß gar nicht, waren es ein oder waren es zwei Infernos? Ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Aber hier oben geht das Hockespam jetzt los auf die Base, die jetzt so ein bisschen Rathaus 9, Rathaus 10 Defense-Gebäude hat an der Stelle. Queen ist noch da, die ist nicht mehr zündbar, aber noch drei Heilzauber. Und der Gift war ja Gold richtig. Der Gift war Gold richtig hier an der Stelle. Und was mich immer so ein bisschen verwundert ist, dass jedes Mal, wenn ja so ein Gebäude hochgeht, die Hockrider kurz mal so innehalten. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht könnt ihr mir das mal sagen. Das beobachte ich vor allen Dingen bei den Hawks. Die halten dann ganz, ganz kurz mal inne und reiten dann erst weiter. So, als wenn die dann erst registrieren, da ist was weg. So, wo muss ich denn jetzt hin? So sieht das zumindest für mich manchmal immer so ein bisschen aus. Und Sprungfalle hier unten noch ausgelöst. Queen ist noch voll, nicht ganz voll dabei. Aber die Hawks machen jetzt die letzte, nicht ganz maxed out Rathaus, ich glaube es war eine Rathaus 10 Kanone, die aber auch nicht ganz ausgebaut war. Und dann geht sie nur noch ins Cleanup. Dann kommen wir eigentlich mal zu meinen Sorgen und Nöten, die ich so ein bisschen hatte. Denn ich habe es ja am Anfang gesagt, nach dem Rathaus 8. Angriff, nach den Rathaus 10 Angriffen war ich mir echt nicht mehr sicher, was machen wir hier eigentlich. Dafür war sich die Laura etwas sicherer, auf diese Base hier anzugreifen. Also es ist ein Rathaus 10er und Laura ist ein Rathaus 12er. Wir mussten also ein bisschen dippen. Und aber keine mal so schlechte Base, haben wir zumindest festgestellt. Die ist doch sehr, sehr gut gestaffelt und hier waren, glaube ich, auch schon ein oder zwei Angriffe drauf. Und Laura jetzt mit Nummer 4 nach abwärts, ja, das ist auch gar nicht mal so einfach. Ich denke mal, ihr habt auch schon mal 12er auf Rathaus 10er schwächeln sehen. Das ist nicht schlimm. Das passiert einfach. Ihr habt ja gestern gesehen, was mir passiert ist auf so eine grottenschlechte Base eigentlich, die der 6er hier hatte. Nicht mal einen Stern zu schaffen, nicht mal annähernd einen Stern, muss ich ja dazu sagen. Aber sie hatte ja auch noch richtig viel Truppen jetzt in der Mitte. Und auch wenn hier hinten noch ein Tesla, ein Inferno lauern,
mit den vielen Sachen hier in der Mitte. Helden, noch kein einziger Held gezündet. Also so kann es natürlich auch gehen und wir mussten hier so ein bisschen die sichere Kiste in diesen Bereichen fahren, da uns so ein paar Angriffe gefehlt haben. Vor allen Dingen natürlich mal wieder dank dem Matchmaking im unteren Bereich und deswegen gab es heute Abend auch, ja, es gab so ein paar Kritikpunkte, denn die greifen dann gar nicht an unsere untere, die machen auch nicht mal mehr Scouts und das ist immer ein bisschen doof, finde ich. Das ist immer ein bisschen doof, die können ja nur irgendwas machen, Bonus mitnehmen, Scouts, Übungsangriffe, irgendetwas tun, aber bitte, bitte einfach angreifen. Einfach angreifen, was auch immer und wenn es der Fail der Jahrhunderte wird, scheißegal, Hauptsache ihr habt oder die Leute haben ihren Angriff gemacht, denn wenn sie so gar nichts tun, das habe ich heute Abend auch gesagt, dann bin ich da nicht mehr wirklich d'accord mit. Aber schön gemacht hier von der Laura. Und ich springe direkt auf die 1. Die 4 habe ich gedreiert. Das war ein Rathaus 12er, der jetzt auch nicht so wirklich stark ist. Aber diese Base hier habe ich gedacht, die kannst du mit Luft machen. Denn hier war immerhin mal ein Scout drauf, der mir gezeigt hat, dass hier ein Hund mit 3 Loons drin war. Und ich habe so ein bisschen die Kumpeltaktik versucht zumindest von Ezo. Das heißt also, in meinem Luftschiff waren zwar Drachen drin, haben nur die Aufgabe, hier die Queen zu erledigen. Das machen die auch ganz gut. Und den Rest kann ich dann eigentlich mit Luft machen. Okay, ich habe mich mal wieder trollen lassen von so einem Tesla. Habe jetzt eigentlich noch alle, ja, ich habe noch reichlich Loons eigentlich in der Base. Trotzdem fliegen die da ein bisschen doof. Und ich habe mir auch nichts mehr aufgespart. Das war ein bisschen doof. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen Loons aufsparen können, die Zauber ein bisschen intelligenter setzen, Toto. Ja, üben wir alles. Ist nicht so tragisch. Der Angriff hier war trotzdem nicht schlecht, glaube ich. Dank des Scouts, der hier immerhin drauf war, konnte ich hier jetzt schon mal einen Stern holen. Also das Rathaus habe ich noch nicht und das ist immerhin ein Rathaus 5 Rathaus. Aber da war ich so ein bisschen mit meinen Helden zuversichtlich, dass die das irgendwo packen. Das Rathaus ist jetzt schon aktiviert und ballert schon ganz nett. Und da habe ich auch erst gedacht, wird das eng, Toto, aber 57er Queen noch nicht gezündet und ich musste sie jetzt auf jeden Fall zünden, weil ich wusste, dass da unten auch eine Bombe ist. Und so habe ich mich gerade so ins Rathaus hier gerettet. Kann man nicht anders sagen, die Bombe war jetzt nicht mehr nötig. Meine Queen war eh schon down. Hier hinten habe ich jetzt leider noch 2 Eilzauber verballert, Gift nicht genommen. Also ich habe nicht alles ausgespielt hier, was ich hätte ausspielen können. Das auch da muss ich mal ein bisschen besser werden. Naja, war nicht so schlimm. 79% auf diese oder 78% auf diese Base waren schon ganz in Ordnung. Trotzdem haben wir den Clan-Krieg leider verloren. Leider verloren. Wir haben hier nämlich so eine blöde, wirklich, wirklich... Ihr wisst es. Guckt euch meinen ersten Angriff an von gestern. Dann wisst ihr, wie diese Base hier aussieht. Sie ist echt scheiße und wir haben sie nicht gepackt. Aber... wir haben auch 2 Angriffe zu wenig und denke mal, wenn der Mastengo sein Handy nicht vergessen hätte, dann hätte er, ich denke, den hier und den hier ganz locker gedreiert, dann wären das nochmal 4 Sterne für uns gewesen, 72 und denn Mastengos eigene Base ist nämlich hier verschont geblieben von 3 Sternen. Schade, schade, schade. Ja, komme ich eigentlich dazu, was ich denn mit euch machen will, denn man hat mich hier aus dem Clankrieg gelassen. Ihr seht, ich bin nur Clankriegs-Zuschauer. Und deswegen werde ich hier heute Mittag, nachdem das Video rausgekommen ist, aus diesem Clan rausgehen. Ich schicke euch mal die Avatar-Tag. Der Avatar hat keine Freunde, ihr seht das. Ich habe keine Clans in meinen Bookmarks. Ah, doch, so ein paar habe ich drin. Ich muss einfach mal wieder bei euch einen Clan-Krieg mitspielen. Seht es mir nach, dass ich nicht in Clans reinkomme, wo es da heißt, wir sind gerade im Aufbau und wir haben jetzt schon 5 Level, 8 Chars und so. Ich möchte ja schon ein bisschen Action erleben. Das müsst ihr mir nachsehen, dass ich dann in diese Mini-Clans einfach nicht wirklich rein will. Ich meine, ich gehe da rein, wenn das ein 50er Clan ist und wo ich sehe, die Spenden sind alle super, die machen und die tun, dann bin ich der Letzte, der da nicht reingeht. Aber wenn ich so Clans habe, so 3, 4, 10 Leute, wo nichts passiert, ja, 2 Spenden mal und ich sehe in meinen Kommentaren, ey, komm mal in den Clan, Willi Banane, wir sind Level 2 und voll im Aufbau und wir rocken hier die Bude, dann ist das, glaube ich, nichts für uns und für uns Zuschauer. Von daher also, nach dieser Folge hier geht dieser Account hier für euch auf die Reise und mal sehen, wo ich lande, mal sehen, wo ich was aufnehme.
Sicherlich nicht in den Clans, in denen ich schon war, sondern ich möchte schon mal gerne wieder ein bisschen was Neues von euch sehen. Also bis dahin, euer Toto. Echt.